Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind hier auf der Cloud Expo Europe 2016 in Frankfurt. Und ich bin hier am Stand von der Firma StorageKraft. Die Firma war letztes Jahr nicht mit dabei, sondern hier jetzt zum ersten Mal. Herr Meurer, können Sie kurz sagen, was sich in der letzten Zeit abgespielt hat? Sie haben einen richtigen Restart in Europa, in Deutschland gemacht. Ja, wir sind jetzt seit Mai in Deutschland personell, also mit Gesichtern vertreten und waren vorher 2015 über den Inside Sales aus Cork vertreten. Das heißt, es wurde zentral von Cork das Geschäft gesteuert. Und seit Mai bin ich an Bord und die anderen Kollegen. Wir sind jetzt mit drei Leuten in Deutschland unterwegs, plus zwei Inside-Sales-Leuten. Also insgesamt sind wir mit fünf Personen hier in Deutschland unterwegs und haben das Geschäft jetzt zum 1. Mai richtig mit auch einer neuen Organisation angestoßen hier im Land. Würden Sie sagen, der Start ist gelungen? Ja, absolut. Gerade die Partnerwelt ist froh, dass jetzt Gesichter hinter dem Produkt zu sehen sind. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch die nächste Stufe in Deutschland zu machen, dass sie Ansprechpartner lokal im Land haben. Ganz wichtige Voraussetzung, um das Geschäft hier auszubauen in Deutschland. Was hat sich in der Partnerlandschaft seither verändert? Was haben Sie hier aufgebaut? Wir haben schon Bestandspartner gehabt, ca. 400. Wir haben jetzt in den letzten 6 Monaten fast 100 neue Partner hinzugewonnen. Und wir fokussieren jetzt ein bisschen mehr auf Enterprise-Kunden. Aufgrund unseres Produktportfolios sind wir halt in der Lage, jetzt auch aus dem, sag ich mal, normalen Entry-Level im Backup die nächste Stufe hier zu starten und zu zünden, dass wir in der Lage sind, auch gehobenen Mittelstand zu bedienen hier in der Partnerlandschaft. Ja. Ja, wir sind ja hier auf der Cloud Expo Europe. Herr Braun, die Cloud steht bei Ihnen, bei Ihren Lösungen jetzt momentan auch ganz weit oben. Können Sie mal die aktuellen Lösungen kurz beschreiben? Ja, sehr gerne. Auf die Frage, wer ist denn StorageKraft eigentlich, antworte ich, meistens kennen Sie Partition Magic. Jeder Administrator hat das Tool in den 90ern verwendet. Die Gründer von StorageKraft sind auch die Urheber, die Macher von Partition Magic. Und daraus ist eigentlich auch unser Kernprodukt geboren, Shadow Protect, was ein Image, Backup Image und Recovery Lösung ist für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist unser Kernprodukt. Hier gibt es auch schon die erste Cloud-Anwendung. Wer möchte, nicht muss, wer möchte, kann in die Cloud replizieren, die zweite Backup-Ebene dort abbilden. Und ganz spannend ist, dass ich also hier ein kleines Failover machen kann. Ich kann in der Cloud eine ausgefallene Maschine booten, brauche dann also keinen Leihserver oder Ähnliches, was sehr viel mehr Zeit kostet. Und ich kann meine Mitarbeiter, meine User da überheben. Das ist so unser Kernprodukt, wenn es ums Thema Cloud geht. Wir haben aber ganz, ganz spannende neue Produkte, Lösungen im Portfolio, die sich mit der Cloud beschäftigen. Wir haben eine Lösung, Laptop as a Service, kann man vielleicht dazu sagen, wo wir also Geschäftsführern, Außendienst, Notebooks mit einer sehr intelligenten Analyse-Engine sichern können, sehr, sehr schlank, natürlich blockbasiert, um das Kundenproblem zu lösen. Außendienst ist unterwegs und sichert seine Daten nicht richtig. Und ganz, ganz spannend und ganz ein heißes Thema ist, wir nennen es Cloud to Cloud momentan. Da geht es also darum, Microsoft 365, Salesforce-Kunden, Google-App-Kunden, Box-Kunden eine Backup-Möglichkeit anzubieten, wo ich endlich das Problem löse, dass ich Versionierung in der Cloud habe. Ich kann also vorherige Zustände in Microsoft 365 wiederherstellen, wenn beispielsweise was überschrieben wird. Herr Braun, die Cloud-Lösung, die Sie gerade beschrieben haben, die wird demnächst angekündigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie zeigen hier auf der Messe eine Preview. Ist das richtig? Ja. Wir zeigen hier auf der Messe die Replikation in die Cloud mit der Failover-Option. Die Cloud-to-Cloud-Lösung wird ab 1. Dezember verfügbar sein. Die können wir hier noch nicht live zeigen, aber wie gesagt, eine Woche noch, dann ist sie auch verfügbar. Wie läuft bei Ihnen eigentlich noch die On-Premise-Lösung? Die müsste doch eigentlich auch noch gut laufen. Die On-Premise-Lösung ist nach wie vor natürlich unser Kernprodukt. Eine sehr, sehr beliebte Lösung. Das ist im Endeffekt 90% unseres Geschäfts läuft über Shadow Protect und das wird auch in Zukunft unser Kernprodukt bleiben. Bei Shadow Protect ist ja eines der Features, dass man sehr leicht den Recovery-Fall mal testen kann. Ist das richtig? Das ist korrekt. Wir haben das auch so gelöst, dass ich mir beispielsweise über Nacht automatisch immer einen Screenshot von der hochgefahrenen Maschine schicken lassen kann als Administrator, dann habe ich also wirklich sogar den Bildbeweis, dass das Recovery tatsächlich stattgefunden hat und funktioniert hat.
Wunderbar. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. StorageKraft ist in Deutschland und im EMEA-Bereich auf dem aufsteigenden Ast. Wir waren hier auf der Cloud Expo Europe 2016 mit einer interessanten Preview, die es demnächst ab Anfang Dezember gibt. Danke fürs Zuschauen und im YouTube-Channel von SpireGuide finden Sie weitere Interviews.